Soll ich das machen, war die erste Frage. Und die Kontrollfrage, die ich dann immer dagegen stelle, ist, lohnt sich für dein Thema ein Blog? Würdest du einen Blog starten für dein Thema? Und wenn die Antwort ja ist, dann ist das das gleiche Thema wie beim Podcast. Die Zeiten, wo das so ein Nischenthema ist, die ist vorbei. Das war die Frage, ob sich das lohnt, ob sich das durchsetzt, ob es da jemanden gibt, der sowas hört, die ist gefühlt 2018. Das ist natürlich eine ganz, ganz knifflige Frage. Ja? Und manchmal denkt man, boah, okay, ich komme so auf 10 Themen, dann ist durch. Und ich kann euch eins versprechen, ich habe noch niemanden kennengelernt. Und ich mache den ganzen Podcast-Kram jetzt schon echt lange. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der nicht innerhalb von einer halben Stunde den Redaktionsplan für ein komplettes Jahr zusammen hatte. Punkt.